Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Dinotopia. In der letzten Folge habe ich euch ja ein kleines Update gegeben und wie versprochen bauen wir heute am Aquarium weiter, beziehungsweise hier an diesem Restaurant. Und ich habe schon so eine Vorstellung, was das für ein Restaurant werden soll, denn es soll ein Running Sushi werden. Und ich habe mir da ein bisschen Inspiration von The Joecraft geholt. Der hat ja so ein Running Sushi in Vanilla Minecraft gemacht und ich habe das ein bisschen geupgradet mit Mods, sodass man sich quasi das Essen wirklich nehmen kann oder kaufen kann. Und ich will euch das jetzt mal ganz kurz zeigen. Das war so mein erster Ansatz. Es hat da so ein paar Problemchen gegeben, hier und da, aber es. No? Okay, so. Aber es hat dann schlussendlich, Gott sei Dank, halbwegs funktioniert. Bis auf die eine Stelle dort vorne, aber ihr werdet das Problem jetzt gleich sehen. So, ich zeige euch das Ganze jetzt mal. Und zwar. Ach. Ja. Ja, ich habe mir da so ein paar ganz verrückte Techniken überlegt. Also verrückt. So. Jetzt haben wir es. Und zwar habe ich zwei Minecarts nebeneinander, beziehungsweise zwei Entitätenstapel nebeneinander erzeugt. In dem einen ist das drin gesessen oder sitzt das drinnen, das man sieht. Und im anderen sitzt das Entity, das man. Das zulässt quasi, dass man wirklich bestellen kann dabei. Ich zeige es das mal kurz. So, hat das jetzt funktioniert? Nein, natürlich nicht. Schauen wir mal. Needs Redstone und so weiter und so fort. Passt schon. Dann müssen wir das anders machen. Und zwar setzen wir den Button direkt dran. Jawohl, jetzt sehen wir, es hat funktioniert. Also, wir haben hier ein Running Sushi sozusagen. Also ein Teller, der schwebt so voll vor sich hin. Und da, also der Teller sitzt in dem hinteren Minecart. Und in dem vorderen Minecart sitzt dann ein Custom NPC, der als Rolle den Trader hat. Und den kann man anklicken und dann kann man sich das halt kaufen da und sozusagen runternehmen. So, jetzt hast du ein paar Probleme gegeben. Nämlich braucht man immer mal wieder so leere Stellen, damit der Wasserstrom funktioniert. Allerdings würden die halt dann da stehen bleiben und dann habe ich mir ganz komplizierte Commands und Techniks überlegt, eben damit das hier weiter fließt und so weiter und so fort. Und das funktioniert eigentlich auch recht gut. Wartet kurz, ich nehme mir mal kurz den Wand von NPC, von Custom NPC in die Hand. Dann seht ihr auch, hier, genau, hier sitzt eben dieser Custom NPC da drinnen. Und wenn wir uns das anschauen, das sind im Prinzip Armor Stands. Die in dem Minecart halten das, was man sieht. Und die in dem Minecart haben halt das NPC, Custom NPC dann drinnen. So. Das funktioniert alles wunderbar bis daher. Allerdings, wenn die Minecarts jetzt gleich fahren über die Schienen, dann wären die ungleich. Da ist es jetzt nicht so schlimm und es ist auch nur ein bisschen. Das Problem dabei ist auch, dass ich, die Minecart, also dass die dann nur in einem sehr großen Abstand fahren können, denn es muss halt das Minecart, das, ich sage jetzt mal Sushi, also der Teller, der da herkommt, muss zuerst mal auf die Schienen kommen, bis dann ein nächstes um die Kurve fahren kann, weil halt der Wasserstrom blockiert wird, damit eins um die Kurve fahren kann. Gut. Jetzt wollte ich das nicht so auf mir sitzen lassen, weil ich bin, was das angeht, ein kleiner Perfektionist. Und habe mir eine neue Überlegung, neue Lösung überlegt, die viel einfacher ist als das alles. Denn wir haben nur mal ein Minecart. Und die ganze Technik, die ihr hier seht, ist für den Hintern. Das heißt, wir können das alles jetzt wieder abreißen. Und das werde ich jetzt mal schnell tun mit euch. So, zuerst können wir da dieses. Also. Die ganzen Dinger haben den Tag Sushi.
Deswegen können wir das einfach kill mit kill at e und dann tag ist gleich sushi. Nein, sushi. So. Zack, jetzt killt's nur die Entities mit den Sushi. So. Die Custom NPCs muss man immer extra löschen. Das macht sehr viel Spaß, weil man 100 Mal hin und her gehen darf, bis endlich alle Entitäten gelöscht sind. So. Nein, nochmal. Jawohl, jetzt sind alle weg. So. Und zwar können wir die Technik einfach komplett abreißen. Und es. Ich hätte die Lösung einfach vorher schon in Betracht ziehen sollen. So, lass mich jetzt mal schnell nichts Falsches tun. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts gelöscht, was ich brauche, aber ich denke nicht. Wand. Damit kriege ich den Zauberstab von World Edit. Genau. So, und zwar können wir eigentlich das komplette Konstrukt da löschen, weil das fällt jetzt auch ins Wasser, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Aber vielleicht probieren wir das einfach mal noch kurz abseits aus, bevor wir das löschen, weil wenn das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann wäre das Ganze ein bisschen blöd, wenn ich das jetzt schon löschen würde. So, dann holen wir uns nochmal einen Water Bucket. So, setzen da das Wasser rein. Jawohl. Zack, zack. So. Und dann schauen wir mal. Rails. Ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dass das einfach auch um die Kurve fahren kann, ohne dass sich da irgendwas verschiebt. Aber ich denke, das sollte gehen. So. Dann holen wir uns nochmal den Command-Block, das ist der hier. Der erzeugt uns das Minecart mit nur einer Entität, also nur ein Minecart, sodass das Sushi nur ein Minecart braucht. So, das wollte ich sagen. So, dann nehmen wir uns noch einen Button. So, wenn das Ganze jetzt funktioniert, dann müssen wir das gesamte Restaurant, also die ganzen Tische und so, nochmal abreißen und umstrukturieren, weil für ein Running Sushi sind die Tische gerade nicht optimal platziert. So, also die Spannung steigt. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. So, wir sehen, jetzt haben wir nur mehr ein Minecart mit einem Armor Stand, mit zwei Armor Stands drauf, das ist das Held, und einem Armor Stand und einem Boot drinnen, wo nochmal zwei Armor Stands drin sitzen und auf dem kleinen Armor Stand sitzt unser NPC, damit wir das Ganze noch kaufen können. So, ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs verständlich erklärt. Jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze verhält, wenn das jetzt weiterfährt, und es verhält sich genauso, wie ich wollte. Weil dadurch haben wir jetzt nicht mehr das Problem, dadurch haben wir jetzt eben nicht mehr das Problem, dass wir zwei synchronisieren müssen, sondern dadurch, dass das auf einem läuft, brauchen wir nur mal eine Schiene und einen Wasserstrom. Und alles, was ich da konstruiert habe, also ihr seht schon, ich habe da ein bisschen Technik reingebaut, eben nur damit das um die Kurve fahren kann, wenn es zwei Minecarts gewesen wären. Gut, aber dann passt das soweit und wir können alles, was ich dort gebaut habe, eigentlich abreißen. So. Ich würde sagen, ich gehe da einfach mal schnell mit World Edit drüber und lösche einfach alles, was ich da bis jetzt gebaut habe. Nämlich von hier bis. Machen wir mal bis hier. So, welche Position habe ich denn da gesetzt? Oh, eins darf ich nicht vergessen. Ich muss mir die irgendwo hinstellen, weil sonst habe ich die nicht mehr. Also, // Pose. 2. Nein, die zweite habe ich gesetzt. So, die erste. Nevermind, so. Und jetzt können wir //set 0 machen. Also das ersetzt alles, was wir markiert haben, durch Luft. Und dann haben wir den Bereich wieder bereinigt sozusagen. So,
Das müssen wir auch noch schnell fixen. Da ist mir was beim Kopieren. Habe ich mir da ein bisschen was zerstört, aber das ist kein Problem. Weil ich habe ja Gott sei Dank noch alle Teile und das haben wir schnell wieder aufgebaut. Das mache ich nochmal schnell. So. Zack, zack. Wow. Leute, es sind schon wieder 10 Minuten rum und ich habe das Gefühl, ich habe nichts gemacht. Ich habe euch halt das Ganze ein bisschen erklärt. Und ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Ich bemühe mich, das immer recht, also quasi so, dass jeder verstehen kann, zu erklären. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt, aber ich denke, dass ich bin da immer ein bisschen chaotisch, was das Erklären angeht, leider. Ich weiß, das ist so eine kleine Schwäche von mir, dass ich da dann zu viel im Kopf habe und dann einfach denke und zu viel im Kopf habe und dann schießt das eine raus, obwohl ich das andere noch nicht fertig erklärt habe und so weiter und so fort. Und das ist dann manchmal ein bisschen schwer hinterherzukommen mit dem, was ich meine. Aber ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Ja, Fazit von dem Ganzen ist, wir haben jetzt ein Running Sushi Konstrukt, das mit einem Minecart, beziehungsweise mit einer Entität, mit einem Entitätsstapel funktioniert. Was durchaus von Vorteil ist. Ach, guck mal, da haben wir noch so ein paar Sesseldinger und so. Weil uns eben diese ganze Synchronisation, was da um die Kurve fahren und so betrifft, nicht mehr kümmern muss oder nicht mehr so wie es... Nein, es braucht uns nicht mehr kümmern. Punkt. So. Die muss ich mir stehen lassen, weil wenn ich die wegmache, muss ich mir die nochmal neu pixeln. Zumindest die Rampe. Und ja, ich würde sagen, das war es dann im Großen und Ganzen eh schon für die Folge. Ich wollte euch einfach mal einen kurzen Einblick geben, was da so dahinter steckt, wenn ich etwas entwickle. Also ihr seht, ich hatte ein Konzept, das eigentlich funktioniert hat, bis auf ein paar kleine Fehlerchen. Weil ich am Anfang eigentlich davon ausgegangen bin, dass ich es nicht mit einem Minecart schaffe. Da habe ich mich lange drüber schlau gemacht und es hat einfach nicht funktioniert, alles was ich probiert habe. Und dann bin ich auf die Idee mit dem Boot gekommen eben. Weil ich so eben Entitäten auch versetzt spawnen kann sozusagen. Oder versetzt mitfahren lassen kann mit einem Minecart. Und die Idee ist mir vorhin gekommen und die wollte ich jetzt mal ausprobieren mit euch. Und ja, ihr seht, wenn man ein Konzept hat und denkt, okay, es ist gut, dann muss es nicht heißen, dass es perfekt ist und man muss krampfhaft bei dem Konzept bleiben, weil ich hätte mich da jetzt noch ewig herumgespielt und die Map hätte wahrscheinlich sau zum Laggen angefangen, weil es einfach viel zu aufwendig ist, das alles, die ganzen Commands dauernd ausführen zu müssen und so weiter und so fort. Und so haben wir jetzt ein Running Sushi, das fast ohne Technik funktioniert. Nur ein bisschen Technik müssen wir noch einbauen, die werden wir dann in einem der nächsten Parts auf jeden Fall inkludieren. Und außerdem ermöglicht uns dieses Konzept, wo wir nur einen Minecart brauchen, dass wir die Abstände so wählen können, wie wir wollen. Das heißt, wir können sie schnell kommen lassen, schnell hintereinander oder auch langsamer. Ja, das werden wir dann noch entscheiden, was die richtige Frequentierung für das Running Sushi ist. Und ja, wie gesagt, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und freut euch schon, wenn wir das Running Sushi gemeinsam weiterbauen. Das wird in einer der nächsten Folgen passieren. Und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Und bis dorthin, macht's gut. Bis dann. Und ciao.